Christian diente 2016 in Afghanistan. Der schlimmste Tag war der 15.10. Wir hatten eine Meldung bekommen, dass ein Anschlag gewesen ist. Bombe hochgegangen. Nur wenige Kilometer entfernt von seinem Konvoi. Ja, das sind halt immer diese Momente, ne? Man ist halt on fire und weiß, es kann halt jederzeit passieren, theoretisch. Auch Thorsten erlebt ein Trauma im Libanon. Das war wirklich wie so ein Science-Fiction-Film. Es ist ein Flugzeug abgestürzt. Eine Passagiermaschine mit 90 Passagieren. Das war grauenhaft. Dann kamen schon die ersten Leichenteile. Da waren auch Frauen und kleine Kinder dabei. Jens verliert 1999 im Kosovo ein Bein. Der 22.09. war das Datum gewesen. Sein Vorgesetzter und er treten auf eine Mine. Es ist detoniert. Man ist auseinandergeflogen und dann ist im Kopf erstmal so rumgegangen, hier ist gerade was falsch gelaufen. Ich habe nach unten geguckt, habe selber gesehen, was passiert war, dass der Fuß quasi abgesprengt war. Und dann kam dieser warme, stechende Schmerz. Tatsächlich bin ich dann erst wieder so 1-2 Wochen später dann im Krankenhaus so zu mir gekommen. Die Invictus Games, ins Leben gerufen von Prinz Harry. 2014 finden die ersten Spiele in London statt. Invictus, das bedeutet unbesiegt. Harry, einst selbst Offizier der britischen Armee, weiß um die Schrecken des Krieges. Die Games sollen für Soldatinnen und Soldaten auch ein Weg zurück ins Leben sein. Juni 2023. Warendorf im Münsterland. Der Olympiastützpunkt der Bundeswehr. Hier trainieren Christian, Thorsten und Jens für die Invictus Games. Gemeinsam mit vielen anderen deutschen Soldatinnen und Soldaten. 37 Sportler haben sich qualifiziert. Die meisten starten in mehreren Disziplinen. Thorsten und Christian treten beim Tischtennis an. Beide leiden seit ihrem Einsatz an einer schweren PTBS, einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Folgen? Ängste, Aggressionen, Panikattacken. Für mich ist auch die Invictus Games die Spiele, um zu sehen, wie jeder mit seiner eigenen Erkrankung oder Schädigung umgeht, ja, und diese Leistung abrufen kann. Sei es, ob da Arme fehlen, Beine fehlen, sei es die PTBS mit dem Kopf. Und halt auch eben zu sehen, dass man trotz Einschränkungen eigentlich Höchstleistung bringen kann. Nicht jeder hat die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Also man ist schon in die engere Auswahl gekommen. Wir wissen alle, wir haben natürlich mehrere einsatzversehrte oder verunfallte Soldaten. Die Ärzte setzen sich zusammen, ja, der könnte daran teilnehmen. Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Also im Endeffekt hoffe ich mir schon, halt, dass ich mich ein Stückchen mehr noch kennenlerne, noch mehr meine Grenzen, wie ich es schaffe, halt eine gesündere Balance zu halten zwischen Anspannung und Entspannung, also gerade in Bezug halt auf gewisse Trigger, viele Menschen und so, dass ich das halt dann ein Stückchen weit ertrage, aber dann halt so, dass es vielleicht nicht so schmerzhaft ist, dass es nicht so viele Ressourcen kostet, Verspannung, Magenprobleme, Tinnitus, dass das alles etwas noch abgeschwächter ist. Also ja, es ist noch da, ganz wird es nicht weggehen, aber vielleicht mal wieder so ein bisschen dieses Gefühl zu bekommen, was ich halt vor meiner Einsatzversehrung halt hatte 2016, wenn ich dieses Gefühl nochmal haben könnte, das wäre wirklich traumhaft. Treffen mit Psychologin Katja Schadow. Sie sprechen über Christians Angst vor zu vielen Menschen. Ja, also es geht da wirklich viel um Vertrauen. Also gerade für die Games wird das natürlich eine riesen Herausforderung, wenn es natürlich dann eng auf eng geht, halt Schulter an Schulter, vielleicht sogar mit den anderen Nationen. Oh, das wird schon eine Herkulesaufgabe. In 12 Wochen beginnen die Spiele. Also wir haben alle Athleten und Athletinnen im Blick. Wir unterstützen auch manchmal nur, indem wir im Hintergrund Sicherheit geben. Wir kennen unsere Athleten sehr gut. Wir wissen, wie sie sich in unterschiedlichen Situationen verhalten. Wir erkennen kritische Situationen deutlich, bevor ihr selber erkennt, dass ihr in kritischen Situationen seid, weil vielleicht doch eure Selbstwahrnehmung gerade in Stresssituationen noch ein bisschen eingetrübt ist.
können schnell darauf hinweisen, können Zeichen geben, können eingreifen. Nach dem Trainingslager. Thorsten ist zurück bei seiner Frau Jessie und Tochter Emmy. Sie leben in der Nähe von Bremen. Ich wollte gerade sagen. Nein, wo ja noch zweimal das Ding. Allein. Oh, dann nicht der. Das Leben der Familie ist ein anderes geworden. Durch zwei Katastrophen, die Thorsten kurz hintereinander erlebt. Es beginnt im Dezember 2009. Thorsten ist damals als Marinesoldat im Libanon eingesetzt. Vor der Küste von Beirut gerät ein Frachtschiff in Seenot. Thorsten und seine Kameraden rücken aus, um zu helfen. Zu spät. Viele Seeleute sind bereits ertrunken. Du schickst halt einen lebensfrohen Menschen in den Einsatz. Es ist sein Job, es ist sein Beruf. Er macht ihn auch gerne, er ist da total dabei. Dann waren wir ein halbes Jahr lang alleine. Und wir hatten immer nur sporadisch Kontakt, alle zwei Wochen mal, dass wir miteinander kommunizieren konnten. Dann passieren diese Ereignisse. Und es kommt jemand nach Hause, den du so nicht kennst. Nur fünf Wochen nach dem Schiffsunglück stürzt vor Beirut eine Passagiermaschine ins Meer. Wieder ein Einsatz für Thorsten. Das Schlimmste war dieser extrem übelste Kerosingeruch. Das Wasser, das hatte sich so, wirklich so geteilt zwischen Wasser und Kerosin, also diese ganze Spritfläche. Koffer, dann von den Leuten, sei es Schuhe, die da getrieben sind, Puppen sind da getrieben, Portemonnaies sind da getrieben, Wrackteile, Leichenteile. Und das jüngste Kind, was wir aus dem Wasser gezogen haben, das war, glaube ich, knapp nachher 10 Monate alt. Ne? Und wenn man das dann da in Teilen an Oberdeck liegen hat, das ist einfach purer Horror. Und da habe ich dann noch gesagt, so, nee, ich mache auch weiter. Das ist schon hart, aber ich mache weiter. Aber habe relativ schnell gemerkt, ich glaube sogar schon die ersten Nächte gleich, Schweißausbrüche, mir war warm, Herzrasen, wirklich Albträume, tatsächlich auch Geräusche und Gerüche. Also selbst dieser Geruch im Boot riecht ja auch nach, ich sag mal, nach Treibstoff, so sage ich mal, vom Diesel und so, dass mir echt schlecht wurde. Da war ich schon nicht mehr der Mensch, der ich vor dem Einsatz war. Ne? Zurück in Deutschland. Seine Frau erkennt ihn kaum wieder. Er war nie körperlich aggressiv, aber er ist halt immer sehr schnell genervt und fängt dann an, rumzuschimpfen halt so. Ne? Ihn nervt halt vieles gleich. Oft, also seine Vergesslichkeit war auch ganz schlimm, fand ich. Also da haben wir auch oft zu kämpfen gehabt mit. Er sitzt irgendwo und stiert in die Luft und ja, es ist schwer, da irgendwie was zu finden. Also es war auch, muss ich ehrlich gesagt gestehen, bei beiden so, dass wir nicht wussten, ob unsere Ehe weitergeht. Thorsten kämpft um seine Familie. Mehr als 5 Jahre geht er zur Therapie. Und das ist halt eben nicht leicht, weil ich trotzdem Angst habe, meine Frau und Tochter irgendwann doch noch aufgrund dieser Erkrankung und diesen alltäglichen großen Herausforderungen dann doch noch irgendwann zu verlieren, weil meine Frau dann sagt, ich kann nicht mehr. Einmal der Schokobecher mit Cookie-Eis. Vielen Dank. Einmal pro Woche gehen sie ins Eiscafé. Für Thorsten jedes Mal eine Überwindung. Immer noch. Was jetzt natürlich angenehm ist, dass es schön leer ist. Also wenn jetzt Tage sind hier, wo es richtig voll ist, mit Schlange anstehen oder so, dann muss man schon gucken, aber da steht dann wirklich, ja, ich sag mal so, dieses Überwinden im Vordergrund, ne? Weil, nein, ich möchte jetzt gerne mein Eis, wir möchten die Zeit zusammen genießen, dann nehme ich das in Kauf. Dann mache ich halt meine Atemübungen oder die Techniken, die ich angewendet habe. Ich sag mal so, wir hatten Scheißzeiten und wir sind halt jetzt so weit, dass wir das alles wieder genießen können, was wir gerade tun. Es war ein langer Prozess.
Für ihn wurde halt immer gesorgt, also was heißt immer gesorgt, er musste ja auch lange kämpfen, um eine Therapie zu bekommen, aber uns Familienmitglieder hat man halt nie mit einbezogen. Ich vergesse es immer, die abzubestellen. Ich auch. Bis heute hat Tochter Emmy Probleme. Sie begannen, als ihr Vater aus dem Einsatz zurückkam. Emmy aß immer mehr. In das Kleid für ihren Schulabschlussball aber hungerte sie sich hinein. Danach kamen wieder die Essattacken. Bis ich mich übergeben muss, bis mir schlecht geworden ist. Ja, und dann habe ich tagelang nichts gegessen, nur Tee getrunken, damit ich was Warmes im Bauch habe, damit mein Bauch sagt, oder auch mein Kopf sagt, okay, ich hätte was gegessen, obwohl ich es gar nicht habe. Ich habe dadurch auch eine Krankheit, also Bulimie, die Essstörung. Das wird jetzt auch gerade behandelt, aber ich habe zum Beispiel auch in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr 30 Kilo fast zugenommen. Und natürlich bin ich mit mir selber nicht zufrieden, aber es ist halt schwer, wieder runterzukommen. Ich habe einfach so viel Angst. Und auch jedes Mal, wenn ich das mit der Ukraine und sowas zum Beispiel auch verfolge und so, denke ich mir so, ey, es ist, Papa war zwar nicht in der Ukraine, aber woanders und es ist genau das Gleiche. Da schießen die auch und das fand ich einfach so heftig und habe ich auch gesagt, da habe ich einfach Angst und das möchte ich nicht nochmal erleben. Noch 8 Wochen bis zum Beginn der Invictus Games. Jens bereitet sich auf das Rudertraining vor. Nein, das sind 3 Füße, die ich habe, eine Sportprothese, eine Wechselprothese, also wenn dann der Alltagsprothese was ist, und eine wasserfeste Gehhilfe. Das ist jetzt eine spezielle Ruderprothese. Ja, da haben wir viel für getüftelt und geguckt. Das seht ihr ja gleich auch in der Bewegung, weil ich mich angurten muss, weil einfach diese Fußbewegung fehlt. Und das kriege ich mit einer normalen Prothese einfach nicht hin. 500 Meter mit einer aktiven Pause von 2 Minuten dazwischen. Nutzt die 500 Meter immer wieder und dann individuelles Cooldown, dann sind wir durch für die Einheit. Guckt, dass ihr noch ein bisschen was drin habt, teilt euch ein. Gerne auch mit dem Drag-Faktor spielen während der Intervalle. Das deutsche Team trifft sich zum vorletzten Mal, bevor der Wettkampf beginnt. 14 Tage gemeinsames Training. Jens will ein Vorbild sein, die anderen motivieren. Das mag vielleicht jetzt hier so sein. Im Kreise der Kameraden, die alle so ihr Päckchen zu tragen haben. Meine Frau sagt immer so schön, du bist ein Eisklotz, weil ich ja ungern Gefühle, glaube ich, zeige und immer versuche so ein bisschen, ja, lasst mir alle meine Ruhe. Das ist tatsächlich nach dem Unfall eigentlich immer schlimmer geworden. Man ist ja immer so in seiner eigenen Bubble mit seiner Verletzung, wie schlecht es einem geht. Und hier in Warndorf ist halt immer so diese große Bubble der Glückseligkeit. Wie gesagt, jeder Kamerad hat ja sein Päckchen zu tragen. Man redet da auch nicht großartig drüber, wer was hat, sondern wir wissen alle, warum wir hier sind. Man sieht natürlich dann andere Kameraden, die vom Verletzungsmuster her wesentlich schlimmer sind, aber vielleicht sogar tatsächlich körperlich besser oder mehr abrufen können. Und das sind natürlich so Momente, wo man dann sagt, wenn der das kann, warum kann ich das nicht? Was Jens quält, sind seine Rückenschmerzen. Sie sind so stark, dass er Angst hat, bei den Games nicht starten zu können. Nach dem Trainingslager. Jens hat mit seiner Frau Bea 4 Kinder und oft wenig Zeit für seine Familie. Es ist natürlich mit 4 Kindern immer was los. Aber sie geben einem ja auch ein Lächeln zurück, das macht alles wieder gut. Ist aber auch anstrengend. Wenn ich dann gerade mit der Prothese nicht kann oder wenn Schmerzen da sind und die Bea alles übernehmen muss, das sind dann da keine schönen Momente. Meistens hat er nur Kreuzschmerzen, aber meistens auch überall. Ich werde auch immer oft gefragt, wie ich das alles schaffe. Dann sage ich, naja, erstens, unter hartem Druck entstehen Diamanten und man wächst halt auch echt an seinen Aufgaben. Auf der einen Seite ist er ja auch der Vater dieser Kinder und muss sich da auch kümmern. Aber auf der anderen Seite kann ich ihm halt auch nicht dann sagen, ja, jetzt hast du Schmerzen, geh mal mit denen eine Runde Fahrrad fahren. Oder geh mal mit denen eine Runde ins Schwimmbad. Das sind dann so Sachen, die fallen dann halt weg. Natürlich tut er das innerlich so ein bisschen erzürnen, aber ja, ich kann es ja nicht ändern.
Das Jahr 1999 verändert Jens Leben. Bundeswehreinsatz im Kosovo im Rahmen der KFOR-Friedensmission. Fallschirmjäger Jens muss mit. Er ist damals jung und denkt eher an Abenteuer als an Verletzung oder gar Tod. Dieses Foto zeigt mich tatsächlich das letzte Mal mit zwei gesunden Beinen. Ja, das bringt dann so gewisse Erinnerungen hoch, ne? Ich das letzte Mal mit zwei Beinen. Ich war ja damals gerade 23 gewesen. Wir haben uns damals tatsächlich gut gefühlt, gut ausgebildet gefühlt, ja, und sind vielleicht auch ein bisschen blauäugig darunter gefahren. Wir sind dann, ja, soweit wir mit den Fahrzeugen konnten, ins Gebirge hochgefahren, haben uns dann entschieden, fußläufig weiterzumachen. Wir wollten dann nochmal zu einer Höhle gehen, wo wir Waffen vermutet haben. Und wussten auch, dass wir dann irgendwann mal in ein Minenfeld oder an ein Minenfeld rankommen werden. Die ersten Minen haben wir dann auch gesichtet. Dann ist mein Zugführer beim Rumdrehen auf eine unerkannte Mine getreten. Jetzt lag er ja mehr oder weniger im Minenfeld. Also mussten wir ihn irgendwie rausholen. Und beim Abtransportieren habe ich dann ja vier Schritt gemacht und bin selber nochmal auf eine unerkannte Mine getreten. Ich habe nach unten geguckt, habe selber gesehen, was passiert war, dass der Fuß quasi abgesprengt war. Ein Hubschrauber bringt den Schwerverletzten ins Feldlazarett. Jens verliert viel Blut, fällt ins Koma. Erst im Krankenhaus in Deutschland wacht er wieder auf. Wenn man sowas erlebt hat, das verändert einen. Ja, ich bin schlagartig aus dem Leben geholt worden mit einer Situation, die man ja nicht üben, trainieren kann. Nach 6 Wochen im Krankenhaus, trotz zahlreicher Operationen, der Stumpf heilt nicht. Falsche Prothesen bereiten ihm Schmerzen. Die Bundeswehr hat keine Verwendung mehr für ihn und will ihn entlassen. Jens kämpft um seinen Job, wendet sich sogar an den damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Die Bundeswehr verlängert seinen Vertrag nur jahresweise, verzögert eine Entscheidung. Dann lass uns mal rausgehen. Jo. Zum einen mal in die Halle. Man hat mir nahegelegt, ich soll doch die Bundeswehr verlassen. Aber ich habe immer gesagt, nein, der Unfall ist in Uniform passiert und ich will die Uniform unbedingt anbehalten. Warum ist der Unfall passiert? Ich habe meinem Zugführer das Leben gerettet. Und da sage ich ganz klar, der Dienstherr soll verdammt nochmal seine Pflicht machen und soll mich bei diesem Verein lassen. Dieses Land, diese Regierung hat uns darunter geschickt. Das haben wir uns ja alle nicht freiwillig rausgesucht, sondern wir wurden durch das Parlament dahin geschickt. Und es sind Unfälle passiert und es sind Kameraden angeschossen worden. Und es kann doch nicht sein, dass ein Land Soldaten irgendwo hinschickt und es passiert was und man lässt diese Soldaten einfach liegen, hängen, vergisst sie. Aber die Gesetzgebung war damals einfach so gewesen, mit 50% Schwerbehinderung ist der Soldat zu entlassen. Und das hat letztendlich dann 10 Jahre gedauert, bis diese Gesetzeslage geändert worden ist. 2007 beschließt die deutsche Regierung ein neues Gesetz. Im Einsatz verwundete Soldaten dürfen bei der Truppe bleiben. So auch Jens. Er kommt zur Ruhe. Lernt Bea kennen. Die beiden heiraten. Kannst du hier mit rein? Beides. Lass es bitte. Es ist meins. Lass es bitte. Nein, er hat auch nicht geteilt. Als wir uns damals kennengelernt haben, da waren wir, glaube ich, irgendwie 3-4 Wochen zusammen. Da hat seine Family dann auch gesagt, dass sie ihn jetzt, wo wir zusammen sind, das erste Mal wieder so haben lachen sehen wie vor dem Unfall. Also, ne, also allein, dass er jemanden hatte, hat ihn schon irgendwie so wieder rehabilitiert, dass er wieder mehr Freude zeigen konnte. Ne? Meiner Meinung nach ist Jens immer mehr wieder so zu sich gekommen. Ne? Er ist auf jeden Fall anders, als er war, als ich ihn kennengelernt habe. Aber ich glaube, ihm geht es halt deutlich besser. Das letzte Trainingslager beginnt, in der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf. Es sind nur noch 4 Wochen bis zu den Invictus Games. Trainer Kai Ziesler
hat Christian, Thorsten und Jens fürs deutsche Straßenradrennteam nominiert. Fahrt so schnell, wie ihr heute meint und auch könnt, aber lasst immer noch ein Stückchen Luft, dass ihr Herr der Lage seid, dass ihr die Streckenposten seht, dass ihr nicht stürzt und dass ihr Spaß an der ganzen Geschichte habt. Auf die Plätze! Fertig! 20 Kilometer auf Zeit. Fahren in einer großen Gruppe. Naif Adebar vom psychologischen Truppendienst will wissen, ob die Männer das mental durchhalten. Das ist natürlich hier das Vorüben dann schlussendlich für die Games. Hier schauen wir, dass wir die Kameradinnen und Kameraden auch unter Belastung bekommen. Und wir versuchen natürlich hier so viel Druck rauszunehmen wie nötig, aber schlussendlich auch einen gewissen Druck aufzubauen, einfach um wirklich Step by Step auf die Games vorzubereiten. Die meisten waren als Team dort, wo sie ein Schicksal erlitten haben und mag es im In- oder Ausland sein und wissen einfach auch den Wert von Kameradschaft und von Teamgeist und das ist das, was da jetzt wieder aufblüht. Und tatsächlich ist das jetzt etwas Ungewohntes, mit jemandem gemeinsam in einer körperlichen Belastung sich darauf zu verlassen, dass mir auch einfach niemand reinfährt in mein Rad. Und das ist das, was wir heute trainieren wollen. Komm, und nochmal schalten, nochmal Gas geben, letzte Runde. Richtig cool. Keiner ist komplett eingebrochen. Super. Anstrengend. Ja. Also die letzte Runde war für mich schon sehr hart. Aber noch eine Runde hätte ich auf meine Schwierigkeiten nehmen. Aber wir haben uns halt gegenseitig gezogen, ne? Und das ist ja dann das, was es ausmacht. Ne? Da ging es gar nicht darum, wer gewinnt, sondern wir haben versucht einfach, eigentlich wollten wir zu dritt ins Ziel fahren. Im Team. Aber Thorsten, vielleicht irgendwo ein bisschen Wasser, zu viel Wasserverlust oder so. Dann, hey. Ja, sehr schön. Sauber. Ja, das ist ja das, worum es eigentlich geht, dass wir versuchen, gemeinsam halt dann... Und mit sich selbst zufrieden zu sein, auch im Team, auf der anderen stolz sein. Jeder hat seine Einschränkung, gerade Jens auch mit seinem Bein. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Leistung. Da muss man einfach den Hut vollziehen. Mega starke Leistung. Geil. Ja, aber das war so, ja. Das war aber nicht an uns. Das war klar, dass man den kleinen Piekstab an der Seite. Ne? Das Trainingslager ist vorbei. Thorsten tritt bei den Invictus Games zwar nicht im Schwimmen an, aber er versucht auch im Wasser seine Ängste zu bekämpfen. Denn die Bilder vom Schiffsuntergang im Mittelmeer, sie sind immer noch in seinem Kopf. Seit 10 Jahren schwimmt er bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Also es hat am Anfang echt Überwindung gekostet. Wenn wir beim Schwimmen sind, wenn Leute sehr langsam treiben. Es gibt ja manchmal, die legen sich auf den Rücken, wollen einfach nur entspannt schwimmen. Das triggert mich sofort. Um das Trauma weiter zu verarbeiten, übt er Menschenrettung. Wenn man aber dann diese Puppe, den Ole, da unten liegen sieht, beginnt wieder der Kampf mit den Bildern natürlich. Es kommen Bilder von früher auf. Man spürt, was die in dem Moment erlitten haben, die sich versucht haben, über Wasser zu halten. Und immer wieder sind da auch die Erinnerungen an die Leichen nach dem Flugzeugabsturz. Wir hatten, glaube ich, nachher an Bord selber, waren es, glaube ich, 15 Tote und ein paar Reste davon. Ne? Das ist einfach so, da war nichts mehr zu machen. Und die Priorität lag eigentlich nachher darin, möglichst viele Personen oder Körperteile zu retten, um den Familien oder den Angehörigen, die was verloren haben, dass sie irgendwas haben zum Begraben. In der Nähe von Bielefeld. Christian fährt nach dem letzten Trainingslager nach Hause. Seit 2016, seit seinem letzten Einsatz in Afghanistan, kämpft auch er mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung.
Sein Sohn Tristan, seine Tochter Melina und seine Frau Kerstin geben ihm Halt. Wir haben 2005 geheiratet, da ist Tristan dann auch geboren. 2009 ist Melina dann geboren. Und zwei Jahre darauf, 2011, ist Christian dann das erste Mal in Einsatz. Und 2016 dann nochmal nach Afghanistan. Als er dort war, hat er mir ja auch immer per Telefon oder per WhatsApp schon mitgeteilt, was da so vorgefallen ist, wie es ihm im Prinzip geht. Und da habe ich auch ein paar Mal gesagt, Mensch, dann überleg, ob du vielleicht doch früher schon nach Hause kommst. Und er hat immer gesagt, nein, ich möchte das bis zum Ende durchziehen. Und ja, man war so hilflos hier, man konnte nichts machen. Ich wusste, ihm ging es echt schlecht. Und dadurch ging es mir auch schlecht, aber ich musste im Prinzip für die Kinder ja stark sein. Und das war schon... war hart. Und auch als er zurückgekommen ist, ich habe sofort gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Er hat zwar gut versucht zu überspielen, er kämpft. Und vor allem für uns. Christian geht mit 20 zur Bundeswehr. Als Berufssoldat muss er nach Afghanistan. Im sicheren Feldlager arbeitet er als Kartograf. ...2016 muss er einen Offizier nach Mazar-i-Sharif begleiten. Als Personenschützer. Doch dafür ist er gar nicht ausgebildet. Unterwegs geht wenige Kilometer entfernt eine Bombe hoch. Man hat immer diese Gefahr förmlich gespürt und das macht natürlich viel mit einem Menschen dann. Ja, da geht halt einem viel durch den Kopf, ne? Was ist, wenn jetzt doch irgendwas hier hochgeht? Wir sind da komplett isoliert. Ja, das ist halt immer dann ein Dauerthema, dass man sowas halt dann im Kopf hat, ne? Ich merke es jetzt auch gerade, mein Nacken ist komplett verspannt und es ist einfach hart und anstrengend. Das war so düster, dieses Gefühl. Ne? Ich wollte das nicht, weil ich ja vorher mal die anderen Gefühle weggedrückt hatte, dass es dann mal so rausgebrochen ist. Ich bin immer weiter abgesunken, mein Körper war nicht mehr leistungsfähig. Ne? Also die ganzen Symptomatiken sind immer schlimmer und schlimmer geworden. Und ja, dann hatte ich eigentlich nur noch die Option, dass meine Frau auch dann irgendwann gesagt hat, ey Christian, ich will, dass du dir Hilfe nimmst. Und als ich dann zu meinem Therapeuten halt hin durfte, der hatte relativ schnell sich für mich Zeit genommen, glücklicherweise. Ich habe ihm das halt geschildert und ja, der hat mir halt gesagt, ja Junge, da ist halt ne, sind auf immer traumatische Erlebnisse und dein Körper reagiert da gerade drauf. Und ich kann mich halt sehr gut an diesen Tag in der Hinsicht dran erinnern. Ich weiß nicht, worüber wir alles gesprochen hatten, was ich ihm alles erzählt habe. Aber ich bin raus aus der Praxis, bin ins Auto gestiegen. Ich weiß auch nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, aber ich weiß, dass ich während der ganzen Fahrt nur geweint und geschrien habe. Ich wollte das nicht wahrhaben. Seine Frau drängt auf eine Therapie. Habt ihr schon ausgewählt? Die anderen brauchen wir dann später nochmal, wenn wir die finale Frage dann... Seit 6 Jahren ist Christian in psychologischer Behandlung. Doch posttraumatische Belastungsstörungen sind schwer heilbar. Also es ist jeden Tag ein Kraftakt, mal mehr, mal weniger. Mal denkt man, boah, das schaffe ich locker, das wuppe ich alles. Und dann gibt es aber auch Tage, wo du einfach denkst, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich war selber danach lange, lange krank. Ich hatte also selbst Depressionen und war 1,5 Jahre krankgeschrieben. Das war vielleicht das Resultat davon, dass ich versucht habe, lange stark zu sein und ja im Prinzip alles aufrechtzuerhalten, damit die Familie nicht zerbröckelt, weil das ja leider oft bei Soldatenfamilien ist, dass da die Ehen danach auseinandergehen. Und das wollte ich nicht. Als Christians Krankheit ausbrach, war Melina 7 und Tristan 10 Jahre alt. Ich glaube, wenn man es einfach mal so sieht, meine Gefühlsausbrüche, die natürlich dann auch entstanden sind, die waren halt für die Kinder alles andere als logisch, ne, haben dann eher sich die Schuld gegeben. Für die selbst war es wahrscheinlich eine sehr, sehr harte, schwierige Zeit, weil ich vielleicht den Eindruck gegeben habe, dass ich sie vielleicht nicht lieb habe oder sie nichts richtig machen.
Sie versuchen damals, ein normales Familienleben zu führen. Mit Ausflügen und Urlauben. Doch der Alltag sieht anders aus. Ich war mit Mama und Papa zu Hause irgendwie. Und bin halt aus meinem Zimmer raus, bin zu Mama runter. Hab halt gefragt, ob Papa ist. Und dann meinte sie halt, Papa wäre oben im Zimmer. Bin ich halt hochgegangen. Ich habe Papa halt einfach nur weinend da gesehen. Und das fand ich relativ extrem, weil ich wusste halt nicht genau, was da genau abging, was genau jetzt der Grund dafür war. Ich habe natürlich jeden Tag wieder Angst, dass ihn vielleicht irgendwas wieder dran erinnert, irgendwelche Geräusche, irgendwas. Und dass es halt irgendwann so schlimm ist, dass es ihn halt wirklich dann komplett so, sag ich mal, einnimmt. Also ich würde mir wünschen, dass er niemals in einen Einsatz gegangen wäre, weil dann wäre das alles gar nicht passiert und wir hätten auch nie so einen Verlust gehabt, also auch keine Verlustängste, dass er wieder irgendwann geht. Und ich glaube, es wäre für uns alle sehr viel besser gewesen. Wenn er einfach nie zur Bundeswehr gegangen wäre, wäre er vielleicht auch an sich glücklicher. Christian diente fast ein Jahr in Afghanistan. Nach dem NATO-Abzug 2021 übernehmen die Taliban wieder die Macht. Dann fragt man sich schon, wofür das alles halt wert war. Wir haben so viel dort in diesem Land gelassen und im Endeffekt hat es halt keine Veränderung herbeigeführt. Ja, und das ist halt sehr, sehr bitter, dass man halt so einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Egal, jetzt halt dann durch Tod oder halt auch dann durch die seelische Verwundung, ist das absolut bitter, was da für einen Preis für bezahlt wurde. Ja. Oft ist Christians Leben ein Kampf. Menschenansammlungen würde er am liebsten meiden. Setzt sich aber bewusst solchen Situationen aus. Alle Mitte mitkommen, Mitte kommen! Linus, geh mit, Linus, geh mit! Als Fußballtrainer einer Jugendmannschaft. Für ihn auch eine Art mentale Vorbereitung auf die Invictus Games. Es ist, glaube ich, nicht die Fitness das Elementare bei diesen Games, sondern meine Psyche wird halt dann den Ausschlag geben. Lernen ist für mich halt auch schwierig geworden. Und das ist natürlich auch dann bei den Games nochmal eine riesen Herausforderung, diese Menschenmassen damit klarzukommen. Vielleicht auch dann den Druck, den ich mir vielleicht auch selbst mache, dass ich dann zu sehr angespannt bin bei zu vielen Menschen. Das wird schon eine riesen Herausforderung. Das ist das, was mich am meisten belastet und was auch diese Krankheit halt einfach so fies macht. Gut gemacht! Leistungsdruck, das ist natürlich in einer psychischen Einschränkung kontraproduktiv. Aber wenn man Sport treibt, dann versucht man natürlich immer, das Optimum rauszuholen. Also ich glaube, keiner geht dorthin zu sagen, na, ich will einfach nur dabei sein. Sagt was dann! Noch 10 Tage bis zum Beginn der Games. Am letzten freien Wochenende geht Jens tauchen. Man kann sich auf sich fokussieren. Man geht dann mal so komplett in seinen Körper rein und kann dann noch mal frisch an die Trainingspläne rangehen, an den Alltag rangehen. Also man zerrt da schon viel Kraft raus. Und in Verbindung mit den Spielen. Und man geht wieder sortierter dran. Das Tauchen ist mehr als ein Hobby. Begonnen hat es mit einem Zufall. Also angefangen zu tauchen habe ich 2008 mit dem besten Tauchlehrer, mit dem Lutz. Lutz hat damals angeboten, also wir waren in der gleichen Einheit gewesen oder in der gleichen Kaserne, dass die Soldaten, die Lust haben, Tauchen anzufangen, dass er aktiver Tauchlehrer ist und uns quasi dort ausbilden würde. Das war der Anreiz für mich, ja. Weil ich habe ihn damals kennengelernt in der Einheit, als er vor mir gegangen ist, als wir zur Besprechung gelaufen sind. Und da ist er die Treppen hochgegangen. Ich habe zu ihm gesagt, du läufst, dass du noch Holzbein hast. Und dann habe ich auch. Und das war natürlich für mich ein bisschen peinlich, wusste ich ja nicht. Und dann habe ich gesagt, wir können es ja mal versuchen, weil ich hatte sowas auch noch nicht. Ob das mit dem Gleichgewicht stimmt und wir haben auch lange gebraucht, um das hinzukriegen mit dem Gleichgewicht. Wenn du im Wasser bist und du hörst quasi deinen eigenen Atem, du kannst dich mit keinem unterhalten, keiner, der von außen irgendwie reinkommt und dich stört, du kannst dich tatsächlich rein auf deinen Körper konzentrieren. Ja, und das ist das, was mir persönlich unheimliche Entspannung bringt. Diese Freiheit, die man unter Wasser hat und auch die Entlastung auf den Rücken, auf den ganzen Körper. Das, ja, und dann die Entspannung. Trotz dieser Entspannung, Jens' Schmerzen bleiben. Was mich halt wundert, in dieser Ruhephase, also gerade wenn ich im Bett liege, dass ich dann abends merke, hier so der Bereich,
Wir haben jetzt im Trainingslager wieder viel Sitzvolleyball gehabt, ja, wo du ja eh die ganze Zeit quasi ja, sitzt und kniest. Da merke ich halt, wenn du jetzt so hoch gehst und so rüber, dass hier so leicht Zug rein leicht ein Zug drin ist. Ja, hier merkst du schon, hier ist schon mehr Spannung wieder auf dem, zum einen auf dem Leistenband, zum anderen. Aber hier, ne, merkst du das? Ja, das merke ich. Also bei Amputationspatienten ist es so, sie haben ein Leiden, was man nicht beheben kann. Das Bein fehlt in dem Fall jetzt und dadurch sind Statik und Bewegung eingeschränkt. Es ist muskulär eine komplett andere Situation. Der Körper kompensiert und dadurch verschiebt sich die Wirbelsäule, die Schultern. Er gleicht ja viel auch aus mit Armkraft statt mit Beinkraft, was fehlt. Und dadurch entstehen halt körperlich diese Probleme. Und natürlich ist es auch immer wieder eine psychische Belastung. Das kriegen wir hin. Danke. Also grundsätzlich denke ich mal, während der Spiele oder während des Wettkampfs wird gar kein Schmerz da sein, weil einfach der Kopf ganz woanders ist. Ja, danach werden die Schmerzen auch wieder kommen. Beim Fahrradfahren sehe ich da ja eigentlich nicht so die Probleme, weil da einfach die Bewegung, diese runde Bewegung, die vertrage ich so ganz gut. September. Die Invictus Games beginnen in Düsseldorf. Ein Jahr Training liegt hinter Christian, Thorsten und Jens. Tomorrow is not just another day. I am Invictus. We are Invictus. Die Games finden 2023 erstmals in Deutschland statt. Thank you. Guten Abend, zusammen. Well, claim. Das ist eure Erfahrung, das ist euer Moment, das ist alles für euch. Wir sind für euch da. Mehr als 500 kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten aus 21 Ländern sind am Start. ...37 Teilnehmer kämpfen für Deutschland. Der nächste Morgen. 30 Minuten aufwärmen vor den ersten Wettkämpfen. Nach links. Hinten links. Versuchst immer so weit wie möglich da hinzukommen. Und dann, wenn ihr durch seid, das andere Bein, bei dir, Jens, ne, fällt das halt aus. Was? Diskriminierung? Aber du kannst doch, du kannst ein bisschen Balanceübung kannst du trotzdem machen damit, oder? Ja. Boah, Alter. Die Wettkampfstätten liegen neben dem Flughafen. Vor allem bei Thorsten kommen Erinnerungen an den Flugzeugabsturz hoch. Ja, ist natürlich eine riesen Herausforderung, ist klar. Ne? Weil hier wirklich im Minutentakt ja wirklich ein Flieger nach dem anderen rübergeht. Natürlich geht der Blick nach oben, aber das ist halt eben auch meine Therapie. Versuche es auch wegzuschalten, auszublenden, was auch gut gelingt. Schön was warm, ist das? Laufprothese? Laufprothese. Ich bin müde. Good morning. Ich bin fertig. Ja? Auf Hotel gehen. Jens muss heute als erstes zum Rudern. Mein Ziel ist ganz klar, meine persönlichen Bestzeiten rauszuholen. Natürlich kamen jetzt gerade so in der letzten Zeit so die Gedankengänge, hat man genug gemacht, hat man es richtig gemacht. Ich denke, das muss man einfach auch spiegeln. Ich denke, das gehört einfach dazu. Okay. Viel Spaß noch. Ciao. Jeder Sportler darf zu den Wettkämpfen seine Familie mitbringen. Christians Familie ist komplett angereist.
Thorstens Frau Jessie kommt ohne Tochter Emmy. Emmy hat keinen frei bekommen. Trotz Schreiben vom Oberstleutnant und vom Ministerium. Also die Schule hat gesagt, ja, der Chef leider nein. Und darum sind wir leider alleine hier. Mir geht es jetzt auch gerade zu Hause nicht wirklich gut damit. Und es tut einfach tierisch weh, was auch Jessie leistet. Aber trotzdem, wir wollen es genießen, wir werden es genießen. Unsere Tochter ist im Herzen dabei. Die Familien der Sportler lernen sich erst hier richtig kennen. Also es ist doch schon verdammt emotional und einfach mit den anderen Menschen das hier zusammen zu erleben und die anderen Schicksale auch mitzubekommen und sich gegenseitig zu schützen, das ist so viel wert, weil wann hat man das im Leben, dass man mit anderen ja sein Leid teilen kann. Jens Frau Beer ist mit den 4 Kindern da. Ich glaube, ihm hilft es schon unheimlich, dass sie überhaupt mitgekommen sind. Ihm gibt es auch, oder uns auch als Familie gibt es ganz, ganz viel, dass wir ihn unterstützen dürfen und er macht das ja auch ein Stück weit für uns. In Lake 27, representing Germany, Jens Ruth. Jens erster Wettkampf, Rudern in der Halle. 4 Minuten auf Zeit. 28 körperlich versehrte Männer treten gegeneinander an. Jens Start lässt auf eine Medaille hoffen. Ich habe meine Bestzeit gefahren, habe tatsächlich am Anfang ja auch noch ein bisschen geführt. Dann fällt er zurück. Aber dann wollte der Körper einfach nicht mehr. Am Ende ist Jens Sechster. Anstrengend. Mir tun natürlich die Arme weh, mir zittern die Beine. Ich musste ja auch teilweise rausgeführt werden, weil die Muskulatur einfach fertig war. Und die muss ich natürlich jetzt erstmal erholen. Aber ich habe tatsächlich mich verbessert in der Gesamtleistung und ich bin mega zufrieden. Wettkampfpause. Bea hat eine Überraschung. Prinz Harry war zu Besuch bei den Kindern der Soldaten. Für die Kinder so einen Film, da hatten wir die Popcorn-Maschine und ja, da kam er und hat mir einfach eine Tüte Popcorn geholt und hat sich dazu gesetzt. Das ist doch cool. Ja, High Five mit Bruno, Malia dann hier noch. Er stand ja auf einmal neben mir, ne? Also Prinz Harry hat jetzt nicht den Anschein gemacht, als wäre er unnahbar und ich glaube, das hat es auch einfach normaler gemacht. Ne? Also ich fand die Anerkennung schön, dass Harry und Meghan bei uns im Kinderbereich auch mal vorbeigekommen sind und sich einfach dazugesetzt haben und einfach gezeigt haben, dass das auch wichtig ist. Ne? Dass es nicht nur die Sportler sind, sondern dass auch Family und Friends sind. Und wenn er natürlich als Schirmherr hier auftaucht, das ist für uns eine absolute Motivation. Er ist ja einer von uns und er wird natürlich wie eine Traube hier durchgeführt. Aber diese Anerkennung, die er einfach mitbringt und diese Natürlichkeit, weil er sich einfach mit allen unterhält oder auch einfach mal zu den Kindern geht, das ist ja das, was uns dann ja zeigt, er ist ein ganz normaler Mensch und motiviert uns. Die Tischtennis-Wettkämpfe starten mit dem Einzel. Kerstin und Jessie wollen ihre Männer unterstützen. Thorsten muss als Erster ran. Christian spielt sich noch warm. Also ich konnte heute Morgen nicht frühstücken, weil ich so aufgeregt bin. Weil ich es einfach dem ganzen Team, also natürlich unseren Männern, so sehr wünsche, dass sie erfolgreich sind, weil sie sich das wirklich verdient haben. Es sind K.O.-Runden. Verliert Thorsten das Spiel, ist er gleich am Anfang raus. Ich bin selber aufgeregt, weil er hat mir jetzt gerade schon gezeigt, dass er aufgeregt ist. Ich habe ein bisschen Angst gerade um ihn. Für ihn ist es jetzt sein Wettkampf alleine, wo er einzeln dabei ist. Ich hoffe, er hat die Stärke, auch die mentale Stärke gerade. Thorsten verpatzt den ersten Satz. Er liegt 2 Punkte zurück. Draußen vor der Halle. Vorbereitung auf das Einzelzeitfahren der Männer.
Jens hat Probleme. Das Rudern steckt ihm noch in den Knochen. Es tut alles weh, aber das zählt jetzt erstmal nicht. Wir fahren uns jetzt warm und dann die Aufregung wird gleich kommen. Jetzt werden die Fahrräder gleich noch abgenommen. Und dann geht's ja schon los um 9 dazu. Die Fahrer starten im Abstand von 30 Sekunden. 3, 2, 1, Start. Komm schon, los! Knapp 2 Kilometer liegen vor ihm. Seine Zeit? 2 Minuten 40 Sekunden. Schlechter als erwartet. Ich hatte jetzt beim Radrennen das Problem, dass ich einen Tandemfahrer vor mir hingelegt hat und ich die Kurve halt dann massiv runterbremsen musste, dass ich dann reinfahre. Ja, und dann habe ich halt, die Beine sind zu. Ja, durch die ganze Anstrengung. Also jetzt bin ich zufrieden. Beim Tischtennis hat es Thorsten ins Viertelfinale geschafft. Er spielt gegen einen israelischen Kameraden. Der Gegner war super, der war nicht schlecht. Der Druck war auch ein bisschen da. Ne? Ich war richtig nervös. Auch diese ganzen Trigger, die natürlich da sind. Aber das ist das, was wir gesagt haben. Ne? Das ist kein Zuckerschlecken hier. Thorsten verliert den ersten Satz. Den zweiten muss er gewinnen. Es klappt nicht. Thorsten ist raus. Jens kommt zum Anfeuern. Denn Christian hat es bis ins Tischtennisfinale geschafft. Es geht um Gold. Sein Gegner, der israelische Soldat, an dem Thorsten im Viertelfinale gescheitert ist. Christian verliert den ersten Satz. Doch er kämpft. Am Ende hat es nicht gereicht. Er hat gekämpft. Vor allem auf so einer großen Bühne stehen zu dürfen, das hat sich jetzt erfüllt. Und früher habe ich mich mehr geärgert, wenn ich im Finale verloren habe. Es war mir wirklich so egal. Ich habe es genossen von der ersten bis letzten Sekunde. Ich habe ganz viel in meinem Leben dadurch gelernt. Es war keine Niederlage. Ich habe genauso gewonnen. Deswegen, also, es war geil.